Liebe Reisegemeinde, willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch ein weiteres interessantes Ausflugsziel vorstellen. Es geht zur Zeche Nachtigall. Die Zeche Nachtigall liegt am Eingang des schönen Muttentals in Witten. Weitere Informationen sind in der Videobeschreibung zu finden. Die Zeche Nachtigall ist ein ehemaliges Steinkohlebergwerk in Witten-Bommern. Das Bergwerk befindet sich in Bommern am Eingang des Muttentals und ist Teil des Bergbau-Wanderwegs. Auf dem Bergwerk wurde im Tiefbau hochwertige Fettkohle abgebaut. Heute ist das Bergwerk ein Museum mit historischen Zechengebäuden. Im Fördermaschinengebäude befindet sich die historische Dampffördermaschine aus dem Jahr 1887. Die Dampffördermaschine wurde ursprünglich für eine Baumwollspinnerei in Gronau gebaut. 1911 erfolgte der Umbau als Abtauffördermaschine auf der Zeche Jacobi in Oberhausen. Zuletzt war die Zweizylinder-Verbunddampfmaschine auf der Zeche Prosper Haniel in Bottrop im Einsatz. Heute wird die Maschine zur Veranschaulichung für die Besucher über einen Elektromotor betrieben. Ein letzter Bergwerkstollen kann im Rahmen von regelmäßigen Führungen besichtigt werden. Besucher können so den historischen Abbaubetrieb unter Tage erleben. Nach der Schiffbarmachung bereits im Jahre 1780 entwickelte sich die Ruhr zu einem wichtigen Transportweg für die Steinkohle. Die über 35 Meter lange und 5 Meter breite Ludwig Henz ist ebenfalls im Museum zu bestaunen. Das größte Gebäude auf dem Gelände ist die Ziegelei mit den beiden Ringöfen unter einem über 3500 Quadratmeter großen Dach. In der Doppelringofenanlage konnten jährlich bis zu 11 Millionen Ziegel gebrannt werden. Ausgangsmaterial für die Ziegel war Schieferton. Auf dem Gelände sind auch verschiedene Lokomotiven, Waggons und Loren zu finden. Zu empfehlen ist auch ein Besuch der Muttentalbahn. Das ist ein Gruben- und Feldbahnmuseum, nur einen Kilometer von der Zeche Nachtigall entfernt. Die Muttentalbahn war eine gut 6 Kilometer lange Schienenbahnstrecke. Hier sind die Überreste des Tiefbauschachtes Herkules zu besichtigen. Dieser Förder- und Pumpenschacht erreichte eine Tiefe von 450 Metern. Betriebsende war im Jahr 1892.
Entstanden sind diese Kleinstzechen während der Nachkriegsjahre von 1945 bis 1976. In diesem Zeitraum waren über 1000 Klein- und Kleinstzechen im Gebiet zwischen Dortmund und Essen in Betrieb. Kleinzechen entstanden durch den Brennstoffmangel und hatten oft den Spitznamen Zechen eimerweise. Meist wurde zunächst ungenehmigt nach Kohle gegraben. Der Steinbruch auf dem Gelände der Zeche Nachtigall wurde von der Firma Dünkelberg zum Abbau von Ruhrsandstein genutzt.